Wir sind alle drei quasi Team Nisi. Ich hab den größten. Extrem groß, extrem schwer, extrem unhandlich. Selten geworden, dass man in der Landschaftsfotografie mit Canon fotografiert. Heutzutage, dass man als Fotograf nicht mehr überleben kann. Oder hast du tatsächlich einfach überragend gut an? Dieser Podcast wird unterstützt von Nisi Filters. Erhalte jetzt bis zu 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung im deutschen Online-Shop mit dem Rabattcode FOCUS-RABATT. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Fokus. Wir sind heute mal wieder in Bayern unterwegs, genauer gesagt am Walchensee. Und wir freuen uns auf einen ganz besonderen Gast, denn es ist eine kleine Premiere, denn wir haben heute die erste Frau in unserem Podcast. Da freuen wir uns ganz besonders drauf und sie hier ist sie auch schon, die Laura Oppelt. Hey! Woo! Applaus! Hallo! Herzlich willkommen. Dankeschön. Freut uns, dass du bei uns im Podcast bist heute. Dass es geklappt hat. Guten Morgen, ja. Wie spät haben wir es gerade? Es ist irgendwie jetzt. Es ist sogar schon 8:45. Also Wahnsinn. Wir sind nicht mehr ganz so früh. Wir sind nicht mehr ganz so früh, aber wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Wir haben uns um 4:45 getroffen am Parkplatz. Da war es noch dunkel. Und das werden wir euch natürlich auch später noch ein bisschen einblenden, wie das Ganze ausgesehen hat. Wir haben jetzt hier gerade schon ein bisschen fotografiert. Es war so semi-gut, würde ich behaupten. Die Wolken haben uns leider ein bisschen schlecht durch die Rechnung gemacht. Die sind sehr tief.
und deswegen kann man die Berge nicht sehen. Es wird aber gerade tatsächlich eigentlich recht schön. Es wird ein bisschen besser, aber nein, wir fotografieren jetzt nicht, sondern wir nehmen jetzt Podcast. Wir sind diszipliniert. Auf. Wir sind diszipliniert, nicht so wie bei Stefan. Keine undisziplinierten, unvorbereiteten Sprache. Nein, heute ziehen wir es mal komplett durch. Genau. Ja, wie gesagt, Laura, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich ja mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, einfach für die Leute, die dich noch nicht kennen. Gerne, genau. Ich bin die Laura Oppelt. Ich bin 22 Jahre alt mittlerweile. Ich komme aus der Nähe von München, also ungefähr 40 Kilometer weg. Ich sage immer nur aus der Nähe von München, weil mein Kaff keiner kennt. Und ja, ich fotografiere jetzt schon seit 2015, würde ich behaupten. Und ja, langsam mit steigenden Ansprüchen, sage ich mal. Und genau, freue mich jetzt auf jeden Fall, hier eingeladen sein zu dürfen und ein bisschen was zu erzählen und mit euch zu quatschen. Wir kennen uns ja, also wir haben uns vorher noch nicht persönlich kennengelernt, aber wir sind ja alle drei quasi Team Nisi. An dieser Stelle mal direkt Dankeschön an unseren Sponsor. Genau, wir sind alle drei quasi Team Nisi und darüber kam auch so ein bisschen dann der Gedanke, dass wir mal einen Podcast mal zusammen machen. Genau. Also nur deswegen bist du auch hier eigentlich. Das ist der einzige Grund. Wie lange fotografierst du schon mit Nisi? Mit Nisi seit 2019 erst. Also relativ neu noch. Ich habe in Norwegen die Filter zum ersten Mal getestet. Da war ich vier Wochen war ich unterwegs, genau. Und hatte die Filter da mit an Bord. Und ja, kurz danach durfte ich dann einen Testbericht schreiben und seitdem bin ich dann offiziell eigentlich als Ambassador mit dabei. Okay. Genau. Das heißt, du hattest vorher noch gar nicht Nisi wirklich benutzt, sondern du hast es dann quasi im Rahmen des Ambassadors-Programms genau, gleich also bekommen? Genau, ja. Das war zuerst eben so ausgelegt, dass ich das erste Equipment gesponsert bekomme und dann eben im Gegenzug einen Testbericht schreibe. Und dann hieß es eben, wenn der Testbericht so ein bisschen den Vorstellungen entspricht, wenn der gelungen ist, dann habe ich eben die Aussicht, weiterhin mit Nisi arbeiten zu dürfen. Und das hat dann auch gut geklappt. Ich habe davor mit einer anderen Firma, gehabt, aber war nicht gesponsert und war schon länger überlegt zu wechseln, weil ich nicht mehr ganz zufrieden war. Und dann kam das eigentlich echt gerade recht. Wir sagen an dieser Stelle nicht, welche andere Firma gemeint ist. Du bist ja selber auch mit Canon unterwegs. Mit welchen Objektiven fotografierst du da? Also ich habe eigentlich fast immer das 16 bis 35 Blende F4 mit drauf. Weil es einfach für meine Ansprüche eigentlich der perfekte Allrounder ist. Ich mache viel mit 16 mm tatsächlich. Manchmal gehe ich auch ein bisschen weiter, aber das ist so meine meistbenutzte Linse, würde ich behaupten. Ich habe noch ein 70 bis 200er Tele. Wird leider nicht so oft verwendet. Ich soll es öfter mitnehmen. Und ansonsten noch für Nachtaufnahmen 14 mm 2.4 von Samyang. Ah ja, ich wollte gerade fragen, vermisst du manchmal vielleicht so ein bisschen das Weitere, wenn du bei 16 mm bist, aber bisher geht's. Ich mache sonst manchmal auch noch ein Panorama, wenn es gar nicht anders geht. Aber normalerweise finde ich eigentlich immer irgendeine Komposition, die ich dann mit 16 mm auch erfüllen kann. Das Schöne ist ja tatsächlich bei dem 16 bis 35, dass du mit 100 mm Filtern fotografieren kannst. Genau. Was halt super praktisch ist, weil es ein bisschen leichter ist. Man muss ja sagen, also ich bin mit meinem 14 bis 24 bin ich immer bei schon 150 Millimetern. Felix, willst du überhaupt davon anfangen, wie groß deine Filter sind? Ich habe den größten. Ja, wir sind tatsächlich bei 180 Millimeter bei Felix. Ja. Das ist, passt ja nichts anderes auf die Linse. Passt nichts anderes drauf, aber das ist natürlich schon extrem groß, extrem schwer, extrem unhandlich. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon, ihr würdet es ja nie mit auf den Berg schleppen. Aber ja, gefühlt. Also ja. ich glaube, dein Filter ist ungefähr dreimal so groß wie meiner. Laura, können wir deine Kamera einmal hier kurz mit reinbringen? Dann können wir vielleicht mal den V6-Filterhalter auch einmal zeigen. Genau. So sieht der aus. Und da ist natürlich der große Vorteil, es ist relativ kompakt und klein alles. Auf jeden Fall, ja. Hat sogar drei Einschübe, sehe ich gerade. Ja, das ist natürlich cool. Hast du da noch kannst du da auch noch einen Polfilter davor setzen? Mhm, geht auch, genau. Den schraube ich dann quasi in den Filterhalter mit rein und dann. Auch immer so, und dann sieht man es auch besser. Filter draufgesetzt, genau. Ich habe zwar meistens nie drei Filter gleichzeitig, aber einfach die Möglichkeit zu haben, ist schon praktisch. Ja, ich wollte gerade fragen, wann ist man mit drei Filtern unterwegs? Also mit zwei eigentlich maximal, ein ND und ein GND. Vielleicht noch der Polfilter, aber das ist dann eigentlich auch schon relativ viel, finde ich. Was ist dein Lieblingsfilter? Was nutzt du hier am meisten? Wahrscheinlich der gerade drauf ist. Ganz genau, du bist ein Fuchs. Das ist tatsächlich auch meiner. Das ist hier ein gehender, also ein Verlaufsfilter, drei Blenden.
Ne, ganz oben hast du drei Blendenstufen, genau, dann verläuft der nach unten. Medium oder Soft? Den Soften habe ich. Den habe ich eigentlich wirklich immer drauf. Also ich kann mich eigentlich an fast keine Aufnahmen erinnern, außer Nachtaufnahmen, wo ich den nicht drauf habe. Mhm. Weil es einfach ein super Standard-Basic-Filter ist, den man immer gebrauchen kann. Der geht immer, ne? Ja, ja. Genau. Ich glaube, der Medium würde auch noch gehen. Ja. Ich glaube, ich habe den Medium. Du hast den Medium? Ja. Mir ist ja manchmal ein bisschen zu hart. Ja? Ja? Ja, genau, weil Soft ist halt, also gerade ich mache ja viel Berge und da ist das wirklich optimal, da kannst du den immer benutzen. Machst du trotz Filter dann meistens noch ein Exposure-Blending oder reicht dem schon? Meistens schon, ja. Also ich einfach allein schon die Sicherheit, drei Bilder zu haben oder mehr, wo ich dann noch was rausholen könnte in der Bearbeitung, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Mhm. Ich brauche sie dann eigentlich gar nicht immer. Aber wenn ich es brauche, dann ist es einfach schon praktisch, die zu haben und auch einfach zu wissen, yo, ich habe mal alles gemacht, was geht, alles gesammelt. Ja. Und dann kann ich auch einfach hinterher dann zu Hause entscheiden, was ich brauche und was ich auch eigentlich gar nicht brauche. Einfach safe sein, ne? Genau. Genau. Du machst es ja tatsächlich auch mit der Automatik, glaube ich, ne? Also du hast quasi eine HDR-Einstellung und... Genau, nee, oder? Also ich hab einfach nur die Spiegelvorauslösung an und 2 Sekunden Selbstauslöser. Ah, dann macht er das automatisch. So hat, als hätte der nee, das ah, ist okay. Einfach nur okay. Ganz einfach mit 2 Sekunden Auslösung. Ja, aber das macht er doch dann automatisch, und wenn du mit der Spiegelvorauslösung drin bist. Und dann nee, quasi. Nee, das musst du dann noch einstellen. Also der würde quasi, wenn ich quasi in Spiegelvorauslösung bin und 2 Sekunden Auslöser habe, aber quasi nicht den Live-View anhab, dann macht er nur ein Bild und dann muss man immer wieder draufdrücken. Aber wenn du den Live-View anhast, dann. Und die 2 Sekunden, dann macht er alles automatisch. Also dann macht er 3 Bilder nacheinander. Okay. Ist halt cool, weil du zwischen den Aufnahmen nicht mehr den Auslöser betätigen musst, dass es halt nichts verwackelt. Wackelt halt nichts, ja. Sehr genau. Praktisch, das also stimmt. Ich komme damit sehr gut klar. Cool. Ja, mit einer Canon ist natürlich, hat immer so Vor- und Nachteile in der Landschaftsfotografie. Ihr beide fotografiert beide mit Canon, aber ihr seid. Inzwischen, muss man ja sagen, ist das ja selten geworden, dass man in der Landschaftsfotografie mit Canon fotografiert. Ne? Also noch, viele auf Sony irgendwie umgestiegen von Canon. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich mit der R5 vielleicht tatsächlich ändert. Mhm. Weil jetzt auch der Sensor sein, wieder mehr Dynamikumfang hat. Ne? Mhm, genau. Weil das ist ja immer so ein bisschen der Schwachpunkt eigentlich von den Canon-Kameras gewesen, dass relativ viel Dynamikumfang. Ich finde diese Dynamikumfang-Diskussion eigentlich auch immer so ein bisschen bescheuert, weil... Jeder von uns macht ein Exposure-Blending. Ob ich jetzt 14 Blenden oder 12 habe, ich muss es trotzdem machen, weil es sieht einfach nicht so geil aus, wie wenn ich einfach ein Exposure-Blending mache. Ja. Ich verstehe die Diskussion nicht. Klar, es ist schön, wenn du ein bisschen mehr Dynamikumfang hast, aber... Naja, es ist so, was wir damals mit Stefan Hefel auch besprochen haben, mit der Naheinstellgrenze. Da hast du ja zum Beispiel auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob du es warst oder Stefan, aber... Ja, ich mache lieber Blende 11 oder Blende 13, dann spare ich mir vielleicht einen Shot, wenn man Fokus-Stacking macht. Und so könnte das vielleicht auch sein, ne? Wenn man mehr Dynamikumfang hat, dann spart man sich vielleicht auch einen Shot, den man irgendwie machen muss. Oder man spart sich dann doch vielleicht in extremen Situationen in der Bildbearbeitung mal, kann es dann vielleicht doch eher mit einer... Ja, man kann schon die Tiefen einfach besser ziehen oder die Lichter auch ein bisschen runterziehen. Ja. Aber was ich halt eigentlich, was mich an Canon hält, sind einfach die Farben. Das sind wunderschöne Farben, finde ich. Das stimmt, ja. Ich habe mal Nikon ein bisschen ausprobieren können, aber ich fand das RAW sah nie so gut aus wie bei Canon und dann nach der Bearbeitung. Ich bin einfach nicht dahin gekommen, wo ich mit der Canon war. Gut, ich hatte auch einen ganz anderen Workflow, weil du ja quasi dann das RAW dementsprechend auch anpasst. Aber... Ja, mein Totschlagargument für Canon ist einfach das 11mm. Also ich möchte es einfach nicht mehr hergeben. Ich habe so lange drauf gewartet, dass es endlich was Besseres als 16 gibt. Ja. Und jetzt, also ohne das würde ich glaube ich nicht mehr. Geht nicht. Sehr verständlich, ja. Hast du vor, dir die Spiegellose zuzulegen? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich meine, gut, ich fotografiere mit der Canon 6D. Die habe ich jetzt schon seit 4 Jahren. 4,5 Jahren, denke also ich, sowas. Als er rauskam, quasi gekauft. Relativ, ja. Und ich werde die, glaube ich, echt runterrocken, bis da gar nichts mehr geht. Und dann kann ich über eine neue Kamera nachdenken. Aber jetzt kann ich so ein bisschen das Studentenklischee rausholen. Armer Student. Da muss man erstmal das ausnutzen, was man hat. Und dann schaue ich, was ich meine, kann ja sein, dass die noch 3 Jahre hält. Und was dann in 3 Jahren wieder ist, kann man jetzt noch gar nicht vorhersagen, was es dann schon wieder für neue Kameras gibt. Mhm. Apropos Student, jetzt hast du ja da quasi eine kleine Vorgeschichte. Du bist ja nicht schon immer Studentin, sondern du wirst es jetzt erst. Genau. Vorher hast du ja ganz klassisch den Weg einer Fotografieausbildung gewählt. Mhm. Du hast es aber nicht zu Ende gemacht. Genau, ich habe es nur angefangen. Ich habe nur 8 Monate durchgehalten. Was, warum? Also erstens, warum hast du es vielleicht abgebrochen und was hast du vielleicht trotzdem aus der Ausbildung gezogen für dich, bevor du jetzt quasi ins Studium gehst?
Also abgebrochen habe ich es eigentlich aus verschiedenen Gründen. Es hatte einfach allein schon damit zu tun, dass das Gehalt halt wirklich mickrig war und ich gependelt bin und dann einfach, dadurch das schon sehr schwer finanzierbar war. Und das andere war eigentlich, dass ich so gemerkt habe, ich kann mir das als Beruf gar nicht mehr wirklich vorstellen, weil ich habe ja wirklich 8 Monate gesehen, wie es halt am Set zugeht, wie es hinter den Kulissen quasi ausschaut, was man alles macht, was man nicht macht. Und ich habe so für mich gesehen, das kann ich mir einfach auf Dauer nicht vorstellen, gerade weil du auch nicht nur Fotograf bist, sondern auch eigentlich Entertainer. Und du machst dich teilweise so zum Clown und zum Affen. Und das ist einfach nicht mein Naturell, würde ich sagen. Und das hat dann im Endeffekt nicht gepasst. Und ich habe da auch dann nicht so die Perspektive für mich selber gesehen, weil ich mir so gedacht habe, in der Werbefotografie, ich meine, klar, es ist schon irgendwo ein nützlicher Beruf. Aber wenn ich halt den ganzen Tag so Probleme habe, wie steht das Bett jetzt weiter links oder weiter rechts, dann denke ich mir halt, das sind eigentlich keine Probleme. Und ich glaube, ich kann halt nicht das mein ganzes Leben lang damit arbeiten, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Tagesablauf. Plus, du bist ja wahrscheinlich, also du kannst dich ja entscheiden, machst du dich selbstständig und hast ein Riesenrisiko oder lässt du dich anstellen, hast vielleicht nicht so viel Risiko, aber verdienst halt auch im Verhältnis zu einem Selbstständigen, wenn es bei dem einigermaßen läuft, ziemlich schlecht. Also okay, verstehe. Ja, schwierig. Aber würdest du sagen, du hast aus der Ausbildung irgendwie für dich persönlich was gelernt, außer du weißt jetzt, dass du es nicht machen möchtest? Hast du irgendwas mitgenommen oder würdest du sagen, ja, eigentlich wusste ich vorher schon alles und das hat mich nicht so wirklich weitergebracht? Ich hab auf jeden Fall einiges mitgenommen. Also hat doch jetzt gar nicht mal nur mit Kamera und fotografischen Aspekten zu tun, sondern einfach halt, wie man ein Set aufbaut, wie man was herrichtet, was man eigentlich alles beachten muss beim Vorbereiten, beim Nachbereiten auch. In der Bildbearbeitung habe ich auch ein bisschen was Neues gelernt. Das fand ich auch ganz gut, weil das kann man halt immer nutzen. Also Bildbearbeitung ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Universell einsetzbar, ne? Ja. Genau, und ja, also dieses Ganze drumherum würde ich eigentlich sagen. Man nimmt schon was mit, man lernt viele Leute kennen. Das ist ja auch immer was Tolles und von daher waren die 8 Monate schon nicht verschwendet. Also das würde ich eh nicht sagen. Sehr gut. Ja, bei mir war es ja auch so. Ich habe auch angefangen und habe dann auch die Werbeausbildung abgebrochen. Eigentlich aus den gleichen Gründen. Also es hat sich finanziell nicht gelohnt. Es war irgendwie immer das Gleiche. Es war auf jeden Fall nicht das, was ich für mein Leben machen will. Da wollte ich auch studieren. aber ja, ich habe auch irgendwie für mich daraus gezogen, dass ich einfach wahnsinnig viel Kontakte bekommen habe, die mir jetzt irgendwie schon weiterhelfen, weil viele von denen sich jetzt auch selbstständig gemacht haben. Und so hat man irgendwie einen guten Austausch. Du hast halt mal so einen Eintritt in diese von Kollegen quasi einen guten Austausch. Ne? Nach wie vielen Monaten oder nach wie vielen Jahren hast du abgebrochen? Wie war das bei dir? Wie lange hast du durchgehalten? 1,5 Jahre. Ah, okay. Ja, weil ich habe halt gesagt, entweder ich breche es halt jetzt ab oder gar nicht mehr, weil irgendwann ist man dann so über den Punkt hinaus, dass es sich quasi lohnt, abzubrechen, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich es dann doch eher früher beendet. Ja. Ich habe so kurz vor der Zwischenprüfung habe ich abgebrochen. Weil ich dachte, das muss mir jetzt nicht geben. Wie bist du dann zu der Landschaftsfotografie gekommen? Also Werbefotografie ist ja schon nochmal ein ganz anderes Themenfeld und ich kann auch durchaus verstehen, wenn man da sagt, okay, das liegt mir vielleicht nicht ganz so sehr. Wie ist dann der Schritt zur Landschaft gekommen? Das hat relativ früh eigentlich schon angefangen. Also ich habe meine erste Digitalkamera, es war so eine kleine Knipse vom Aldi bekommen. Da war ich so 10, 11, würde ich sagen. Ja, cool. Und ich war schon immer eigentlich ganz gern draußen, bin halt eben auch auf dem Dorf groß geworden und da macht man ja eh relativ viel draußen und mit meinen Eltern war ich und mit meinen Geschwistern war ich auch immer viel unterwegs eigentlich. Wir haben oft draußen Picknicks gemacht oder kleinere Wanderungen. Dann habe ich halt die Kamera einfach immer öfter mitgenommen. Und ja, dann kam halt irgendwann eins zum anderen. Da hast du dann schon mal einen coolen Sonnenuntergang fotografiert, aber du kannst es halt nie so ablichten, wie du es jetzt siehst. Und dann kam so der Wunsch, eben das Ganze besser machen zu können und habe dann eben meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Und seitdem kam da eins zum anderen und Landschaft. Einfach, weil ich eben gern draußen bin und das Ganze cool verbinden kann mit Wandern, also mit anderen Sachen in der Natur. Also warst du auch quasi schon vorher öfter mal wandern, bevor du es jetzt, sag ich mal, du hast ja gesagt, seit 2015 fotografierst du so richtig. Genau. Aber vorher warst du auch schon unterwegs und bist halt doch. Also so richtig lange Wanderungen jetzt vielleicht nicht, aber schon immer wieder auch viel unterwegs und auch gerne, ja. Und was fasziniert dich an der Landschaftsfotografie, was dir in der Werbefotografie gefehlt hat? Das ist eine gute Frage. Also ich finde einfach eine Landschaft, die kann man sich ein bisschen zurechtlegen auch. Also da kann man seine eigenen Vorstellungen auch so ein bisschen mit reinbringen. Man ist halt einfach sehr flexibel in der Bildgestaltung. Und ich finde einfach, das ganze Naturerlebnis ist halt auch voll gut, weil du einfach so mittendrin bist und vom ersten Tageslicht bis zum letzten Tageslicht oder eben in der Nacht noch
das Ganze einfach miterleben kannst und aufnehmen kannst. Und das fasziniert mich einfach total, wie sich das Licht ändert. Und die Landschaft mosert nicht, ne? Genau, die kann sie nicht beschweren. Da mosern nur die Fotografen, das ist sehr schön. Genau, andersrum. Wie verdienst du dein Geld mit der Landschaftsfotografie? Bisher kommt noch nicht so viel bei rum. Also gut, ich meine, durch die Sponsorings habe ich halt mein Equipment, was ich eben dadurch ganz gut finanzieren konnte. Ab und zu mal einen Bildverkauf, aber ist jetzt nichts Weltbewegendes, würde ich sagen. Wo verkaufst du deine Bilder? Ich kurz eigentlich einhören. Relativ, also halt privat vor allem. Also Freunde oder Bekannte fragen öfter mal nach oder man bekommt mal eine Mail. Man hat die Website gesehen und möchte sich gerne ein Bild aufhängen. Und da ist es dann quasi so, da wird ganz normal per E-Mail dann bestellt, irgendwie so, ich hätte das Bild gerne und dann gehst du zu einer Druckerei manuell und sagst dann, genau, das hätte ich gerne ausgedruckt. Genau, also ich frage halt immer, was für eine Größe, was für ein Material, wie die Farben auch, also wie dann, wie man es im Raum halt sehen würde, was für ein Raumlicht ist und dann kann man da genau schon ein bisschen was machen. Hast du trotzdem dann noch Ambitionen, also jetzt wirst du Geografie studieren, hast du irgendwie noch Ambitionen für die Zukunft, das miteinander zu verbinden oder ist es dann so, dass du sagst, nee, Fotografie bleibt immer nur so mein Hobby oder meine Leidenschaft einfach? Oder sagst du schon, ich studiere Geografie, weil ich das irgendwie mit Fotografie verbinden kann und ziehe da irgendwie noch was für die Landschaftsfotografie also, raus? Oder? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das weiterhin auch dann quasi nebenberuflich zu machen als Landschaftsfotograf. Ob ich es jetzt halt verknüpfen kann mit Geografie, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, weil ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung das Studium mich bringt. Ich denke mal, ich werde Richtung Humangeografie gehen, also vielleicht auch eben Richtung nachhaltiger Tourismus oder sowas, dann könnte ich es damit vielleicht verbinden. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass ich eben was damit machen kann. Ich glaube, in die Forschung würde es mich wahrscheinlich eher nicht ziehen. Da hätte man dann sicher auch gute Möglichkeiten, eben auf Reisen das Ganze miteinander zu verbinden. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nebenberuflich Fotografie weiterhin oder noch mehr eben zu machen. Ja. Sei es jetzt Workshops oder Tutorials oder solche Dinge. Jetzt gehst du ja nach Bonn zum Studieren. Genau. Jetzt fragt man sich, warum zieht jemand, der sehr landschaftsaffin ist, freiwillig nach Bonn? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir so gedacht, wenn ich halt immer Bonn ist eine wunderschöne Stadt, also kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen. Aber das fragen sehr, sehr viele. Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Ich habe mir nur gedacht, wenn ich halt die Berge immer vor der Haustür habe, dann werde ich mich halt nie auf mein Studium konzentrieren können, weil ich dann ganz genau weiß, dass ich am Wochenende unterwegs sein werde und das ist dann vielleicht auch nicht so ganz produktiv für mein Studium. Ja, kommt drauf an, wie man studiert. Ja, kommt drauf an. Ich habe es ja während dem Abi auch ganz gut geschafft. Ja, genau. Aber also so ein bisschen halt dieser Ablenkungsfaktor und dann mal einfach was komplett anderes. Also gerade als junger Mensch, als Student, ich meine, das kennt ihr ja auch, man ist halt dann schon mal gerne auch in der Stadt unterwegs, man trifft sich gerne mit Freunden und einfach da auch mal die Aussicht zu haben, das in einem anderen Rahmen halt zu machen, als nur mal so unterwegs auf Reisen, sondern halt wirklich da zu leben. Okay. Das ist so ein Grund und der andere Grund ist, ich habe ein paar Leute, die ich in NRW schon ganz gut kenne oder meine beste Freundin ist auch da und dann wäre einfach da auch die Nähe zu manchen Leuten eben wieder gegeben eigentlich. Ja. Genau. Die sind jetzt wahrscheinlich alle nach dem Abi so nach und nach. Genau, richtig. Weg, ne? Es war bei mir ähnlich. Also ich habe ja was ganz anderes studiert. Ich habe am Anfang Medieninformatik studiert, habe ich dann auch nach 3 Semestern mal abgebrochen, weil war dann auch nicht mehr so meins. Da habe ich mir gedacht, okay, dann fängt man irgendwie mal mit BWL an, weil ich wusste ich wollte selbstständig sein. Ich war zu dem Zeitpunkt schon selbstständig, allerdings nicht als Fotograf, sondern als Grafiker. Und habe dann tatsächlich genau, als ich mit dem BWL-Studium angefangen habe, auch mit dem Fotografieren angefangen. Und ich habe das aber wirklich alles komplett mir selber beigebracht. Also ich hatte gar keine Ausbildung in die Richtung. Aber es war dann halt auch so, dass das Studium sicherlich irgendwo ein Stück weit drunter gelitten hat, sag ich mal. Weil man sich dann halt doch schon auch auf andere Dinge konzentriert hat. Und dann. Aber dafür ist ja Studium auch so ein bisschen da. Ja, natürlich. Sich auch auf andere Dinge zu konzentrieren. Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn man dann irgendwie weiß, okay, man möchte sich eh in dem Bereich selbstständig machen und das Studium ist quasi nur noch so eine Sicherheit, dann war für mich halt irgendwie klar, dann muss es halt auch kein 1, mehr werden am Ende, sondern... Stimmt. Peripher studieren ist sowieso das Beste. Aber somit, also du bist ja erst 22. Schon. Ich frage mich, was passieren muss, wenn ich jetzt mir, ohne Klischees bedienen zu wollen, wenn ich mir vermutlich andere Leute in deinem Alter angucke, die haben, glaube ich, so ein bisschen andere Sachen im Kopf als irgendwie Naturerlebnis draußen sein, morgens
um 2 Uhr nachts auf den Berg steigen. Woher kommt es? Also ich würde mal sagen, die meisten sind da eher so in Partylaune. Ja, also ich meine, das habe ich schon auch gemacht. Okay. Also die Wochenenden haben sich dann immer ein bisschen drum geprügelt, was abgeht, ob ich jetzt irgendwo mit Freunden weggehe oder ob ich jetzt zum Fotografieren gehe oder ob ich beides mache, kam auch vor. Ja. Das heißt, du bist dann von der Party gleich auf den Berg oder wie? Ja, ganz hochgewandert. Also so verantwortungsbewusst bin ich ja. Detox wandern. Genau, zum Ausnüchtern. Wäre bestimmt auch eine coole Sache. Nee, ich glaube, das kommt vor allem von meiner Mama tatsächlich, weil die auch in ihrem Alter viele verrückte Sachen gemacht hat. Alleine mal nach Schweden hochgeballert oder in den USA. Auch eben mit Freunden unterwegs, aber trotzdem die Kamera immer dabei. Cool. Ich glaube, da habe ich schon einiges mitgenommen und in die Wiege gelegt. Quasi. Genau, und okay. Die war auch halt, die ist auch ein Frühaufsteher generell und hat dann auch halt mit ihrer Digitalkamera auf Bilder gemacht, wenn ich mir gesagt habe, ja, voll cool, das muss ich auch machen. Und ich glaube, daher kommt es eigentlich so. Das heißt, du hast auch tatsächlich schon immer in deiner Familie irgendwie jemanden, der dich da auch so ein bisschen hingepusht hat und das unterstützt hat, dass du. Ja, doch, also vielleicht nicht gepusht, aber auf jeden Fall unterstützt. Also okay. Das schon, ja. Gut. Bist du dann auch öfter mal mit deiner Mutter zusammen fotografieren oder ja, kommt das meine gar nicht Eltern vor? Mussten beide oft herhalten. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil ich habe die schon ein bisschen drangsaliert manchmal. Okay. Nee, weil ich war ja noch keine 18, als ich angefangen habe. Also heißt, erstmal habe ich halt alles mit dem Fahrrad gemacht, was halt so im Umkreis lag, aber der Radius ist halt dann relativ gering. Mehr als 40 Kilometer geht wahrscheinlich nicht. Ne? Schwierig. Ja. Genau, und dann waren beide schon öfter mal dabei. Also wir waren dann auch mal auf Hütten unterwegs, haben wir da mal übernachtet. Mhm. Oder meine Mama habe ich oft 2 Uhr nachts den Berg hochgeschleppt. Und also habe sie quasi als Chauffeur missbraucht und dann noch, dass sie mitgehen musste. Also die hat schon einiges mitmachen müssen. Deswegen an dieser Stelle, danke Mama. Ich wollte gerade sagen, bin das ganz ist schon super. Geil. Das ist schon geil. Bin ganz stolz. Weil es geht ja noch einigermaßen, wenn sie auch so ein bisschen fotografiert. Ne? Also das ist bei meiner Mutter genauso. Sie fotografiert auch so ein bisschen hobbymäßig nebenbei. Mein Papa halt gar nicht. Mhm. Und ich war ja mit meinen Eltern jetzt auch im Juni auf Island. Und mein Dad ist dann halt immer abends. Also wir hatten halt Mitternachtssonne, deswegen konnten wir auch relativ spät dann losgehen zum guten Licht. Mhm. Mein Dad ist dann halt oft im Hotel geblieben und so in der Herberge dann irgendwie. Meine Mutter ist dann öfter mal mitgekommen, hatte dann aber auch nicht immer Lust. Also das merkt man dann schon, ne? wenn es halt nicht so die pure Passion ist, so, sondern wenn es dann halt schon nur so hobbymäßig ist, in Anführungsstrichen, dann haben die halt keine Lust, irgendwie zweimal am Tag irgendwie für 4 Stunden an der Location zu stehen und auf das noch bessere Licht zu warten. Kriegst du Anschiss von deiner Mama, wenn sie das sieht, wenn du sowas? Ich weiß nicht, ob meine Mutter sich tatsächlich den gesamten Podcast immer anhört. Ja. Sie guckt immer mal wieder rein, das weiß ich, aber an dieser Stelle schöne Grüße. Ja, aber ich denke, das gehört irgendwo auch ein Stück weit mit dazu. Und ich glaube, die Eltern sind ja auch einigermaßen stolz, wenn das Kind irgendwie... Das will ich doch hoffen. Sich verwirklicht. So. Sich verwirklicht, Projekte erstellt und auch Content kreiert irgendwie. Ja, aber das ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Ich glaube, es würde auch viele Eltern geben, die dann wahrscheinlich erstmal Schiss kriegen und denken, Kind, mach bloß was Gescheites und werd nicht Fotograf. Du musst doch mal von irgendwas leben. Also meine Oma war zum Beispiel. Ja, aber das ist doch auch so voll des Klischees. Es heißt auch immer heutzutage, dass man als Fotograf nicht mehr überleben kann. Das finde ich total ein Quatsch. Ich finde es total ein Quatsch, weil es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Es gibt genug Aufträge, die auf der Straße liegen. Es gibt genug Sachen, die du auch selber machen kannst. Du kannst zum Beispiel auch Workshops anbieten und solche Geschichten. Also selbst wenn die Auftragslage mal nicht so läuft, kannst du trotzdem an Sachen arbeiten, die du dann später selber verkaufen kannst, eigene Produkte erstellen, wie auch immer. Aber ich glaube, in so einer älteren Generation ist es halt noch so dieses Klischee vom armen Künstler, der vielleicht nicht in der Lage ist, sich irgendwann mal selbst oder eine Familie zu versorgen. Ich würde behaupten, der Job des Fotografen hat sich ein Stück weit geändert in den letzten Jahren. Ja, das sowieso. Ne? Ja. Und deswegen aber glaube ich trotzdem, dass es mit neuen Wegen super Möglichkeiten gibt, in der Sparte richtig gutes Geld zu verdienen. Ja, auf zum jeden Beispiel Fall. Einen Podcast machen. Genau. Super. Ja, ich glaube, da hat einfach halt Social Media auch einen großen Einfluss gehabt, weil ich denke mal, als Künstler war es halt früher schon nicht so einfach, die Sachen irgendwie an den Mann zu kriegen. Mhm. Und durch Social Media hast du ja immer die Möglichkeit, alles zu teilen, viele Leute zu erreichen. Und ich denke mal, dass ich das auch so bemerkbar halt gemacht. Wobei das, finde ich, auch eine zweischneidige Sache ist oder ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, klar, du hast die Möglichkeit, dich zu präsentieren. Andererseits hast du auch so unfassbar viel Konkurrenz dadurch, dass sich jeder präsentieren kann. Na, das war halt früher vielleicht anders. Da bist du als Künstler mit deinen Bildern in eine Galerie gegangen und hast gesagt, hier, gucken wir mal.
Ja, und heute ist halt auch jeder, der sich ein iPhone kauft, Fotograf. Ja, auf Instagram zumindest. Ja, auf Instagram. Ja, sonst würde ich sagen, nein, aber ja, auf Instagram genau, das war schon kann so. Sich jeder so darstellen. Ja, ja. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, ne? Dass dadurch die Konkurrenz natürlich auch nochmal sehr viel größer wird und sehr viel wächst. Aber es gehört auch damit dazu, man muss halt irgendwie versuchen herauszustechen, man muss seinen eigenen Stil durchziehen. Ja. Ja, sich selber treu bleiben. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Das finde ich bei dir im Instagram-Profil auch interessant. Ich würde mal behaupten, für deine Peer-Gruppe oder für deine Altersgruppe hast du ein relativ, ich sag mal, klassisches Portfolio. Nicht so dieses Instagram-Portfolio, wo es so ein bisschen um Selbstdarstellung geht und hier, ich bin jetzt hier in der Landschaft und stelle mich dahin und stelle mich dahin, sondern es ist irgendwie so altmeisterlich schon fast. Also du hast auch auf einem unfassbar hohen Niveau angefangen, würde ich jetzt mal behaupten. Dankeschön. Also ich weiß nicht, ich glaube 2017 oder so bin ich das erste Mal über dich gestolpert und dachte, huch, hallo, wo kommt die denn plötzlich her? Was ist denn das? Also woher kommt es? Hast du einfach gewartet, bis du ein gewisses Level fotografisch erreicht hast, bevor du Sachen auf Instagram veröffentlicht hast? Oder hast du tatsächlich einfach überragend gut angefangen? Beides, nein, Spaß. Nee, also ich würde sagen, ich habe angefangen wie jeder andere auch. Also da würde ich jetzt sagen, habe ich keinen Vorteil irgendwie gehabt oder so. Ich habe auch mal eine Zeit lang dieses, wie du gesagt hast, Instagram-Portfolio versucht aufzubauen. So diese Bilder, die man halt kennt, oft relativ entsättigt, ausgebrannter Himmel ja oft, also relativ hell. Ja. Und scharfer Vordergrund oft, viele Personen im Bild, solche Sachen habe ich auch ausprobiert. Hat mir einfach im Endeffekt nicht so gut gefallen und ich hatte einfach viele Fotografen, deren Bilder ich total bewundert habe, die halt eben diesen anderen Stil verfolgen eigentlich, der eben ja mehr auf bisschen mehr Farbigkeit, bisschen mehr technische Perfektion auch geht, würde ich sagen. Einfach dadurch, dass du ein komplett scharfes Bild hast. Und ja, das war eigentlich so der Grund, warum ich halt dann so ein bisschen denen auch nachgeeifert habe. Und deswegen hat sich das Ganze so entwickelt. Und du hast ja noch gesagt, ob ich quasi gewartet habe mit dem Hochladen, bis ich halt ein bestimmtes Portfolio hatte. Also ich habe 2017 habe ich Instagram auch erst installiert und hatte ja quasi da schon 2 Jahre Zeit, so ein bisschen oder 1,5 Jahre Zeit, ein bisschen was anzusammeln. Aber es hat sich trotzdem wahnsinnig viel verändert seitdem. Also wenn ich meine alten Bilder jetzt anschaue, dann denke ich mir, oh mein Gott. aber es war ja also. Ich hatte schon was zum Hochladen auf alle Fälle. Es war jetzt nicht so, dass ich ganz blank da gestanden wäre. Okay, cool. Was für Vorbilder hattest du da? Also waren das so die großen Klassiker? Oder Felix Röser. Das wollte ich hören. Unter anderem tatsächlich auch. Wirklich? weil ich schon früh auf Stefan Heferle aufmerksam geworden bin. Und wenn man Heferle sagt, muss man auch Röser sagen. Das ist fast so. genau, deswegen, das war so ein Vorbild. Dann, auf wen ich schon ganz früh aufmerksam geworden bin, ist Dennis Pohlgläser. Ganz toller Fotograf, bin ich wirklich großer Fan. Sehr netter Typ. Habe ich auch schon persönlich getroffen, 2, 3, 4 Mal, sowas. Auf den Färöerinseln. Auf den Färöer und jetzt auch in den Allgäuer Alpen. Okay. Also schon ein bisschen der Kontakt da. Und ich habe auch dann einige Fotografen aus den USA relativ schnell gefunden, die ich sehr ansprechend finde. Mhm. Genau, also Ryan Dyer zum Beispiel oder Michael Shainblum, das sind so die 2 größten, die mich sehr inspiriert haben. Der macht ja inzwischen auch sehr, sehr viel YouTube. Ja, das stimmt. Ja. Er macht viel Timelapse auch, ja. Genau. Ah, echt? Okay. Das ist gar nicht cool. Ja. Cool. Coole Sachen. Also viel in Los Angeles. Coole Sachen auf jeden Fall. Schön. Okay. Das heißt, du hast dich also von Anfang an tatsächlich schon irgendwie an einem gewissen Bildstil orientiert und daran quasi deine eigenen Bilder dann auch aufgebaut. Okay. Ja, das kann man so sagen. Ich finde es ja auch. Ich will jetzt keine Gender-Klischees oder sowas bedienen, aber ich finde, also wenn man dein Portfolio anschaut, würde ich fast sagen, dass du einen eher männlichen Stil hast, falls es überhaupt einen männlichen und weiblichen Stil in der Fotografie gibt, in deinen Bildern hast, als jetzt zum Beispiel andere Fotografen. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, die fotografieren lieblicher oder so, aber manchmal, finde ich, sieht man, ob ein Mann oder eine Frau das Bild gemacht hat. Ja. Und bei dir würde ich tatsächlich... Findest du das auch in der Landschaftsfotografie? Ja, extrem sogar. Doch, ich finde bei Frauen sind oft die Bilder heller und ein bisschen fröhlicher, würde ich sagen. Mhm. Und meine Bilder sind schon sehr dunkel. Also das höre ich auch relativ oft, aber ich höre das auch gern. Ja. Weil ich finde es schön. Ich mag eben so dieses Mystische, dieses
was eben auch mal wirklich auf dunklen Himmel, auf Nacht auch oder sowas starke geht. Kontraste und so. Genau, ja. Also so dieses eher taghelle, fröhliche, das ist nicht so meins. Mhm. Und vielleicht ist es ein so Grund, warum das eher männlich aussieht. Ich kann das auch gar nicht an irgendwas Bestimmtem festmachen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, man sieht einem Bild irgendwie an, ob es ein Mann oder eine Frau gemacht hat. Aber ja, das mag auch einfach nur persönlicher. Könntest du es irgendwann festmachen? Würdest du sagen, es gibt einen männlichen und einen weiblichen? Also ich finde, man kann es in der Porträtfotografie, da finde ich, sieht man sehr stark, das ob stimmt. das eine Frau oder ein Mann gemacht hat. Aber so in der Landschaftsfotografie, muss ich sagen, da ist es für mich schwieriger. Ich könnte jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass irgendwie Frauen mehr das fotografieren oder Männer mehr eher die Motive, weil ich kenne zum Beispiel viele Frauen, die gern Blumen fotografieren als Vordergründe, aber auch viele Männer, die das genauso machen. Von daher finde ich es gar nicht so. Ich habe gerade überlegt, ob das was mit dem Bildaufbau zu tun hat. Ich habe das Gefühl, bei Frauen geht es vielleicht manchmal eher in eine abstraktere Richtung, während Männer ihre Bilder sehr technisch, sehr geometrisch sehr klar aufbauen. Ja, aufbauen. Mhm. Ich glaube, das ist, jetzt wo ich so drüber nachdenke, könnte das sein, was ich meine. Kann sein, ja. Dass es bei Männern immer so ganz klare Linienführungen sind und bei Frauen ist es irgendwie ein bisschen freier weg von diesem, ja, von diesem Dogma, ich brauche einen Vordergrund und die Linie muss so laufen und dann brauche ich den Horizont so, sondern ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen einfach freier in ihrer Auffassung von Fotografie sind. Kann gut sein, aber ja. Vielleicht sind das auch nur meine wirren Gedanken. Die Zuschauer können gerne sagen, ob sie das genauso empfinden. Genau, ja, das stimmt. Immer interessant zu wissen auf jeden Fall. Jetzt warst du ja ein Jahr in Norwegen als Au-pair. Genau, 16 Monate. Was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet nach Norwegen zu gehen? Ich nehme mal an, auch die Landschaftsfotografie, oder? Da liegst du nicht ganz falsch, genau. Also hat auf jeden Fall auch den Grund, dass ich da natürlich ein bisschen fotografieren wollte in meiner Freizeit. Und Norwegen habe ich mir mal als kleines Kind irgendwann in den Kopf gesetzt und seitdem ist es mir nicht mehr losgeworden und deswegen fiel dann die Wahl auf Norwegen. Sehr cool. Und wie war dann dein Alltag so? Also ist es so, dass man da... Also was stellt man sich unter Au-pair vor? Bist du den ganzen Tag da irgendwie am Kinder aufpassen oder Haushalt machen oder wie läuft das? Also nicht den ganzen Tag. Ich habe halt quasi 8 Arbeitsstunden am Tag, soweit ich weiß, ja. Genau, und habe halt verschiedene Aufgaben. Also ich habe in der Früh immer die Kids fertig gemacht und in den Kindergarten gebracht und dann habe ich vormittags den Haushalt gemacht. Also halt Staubsaugen, Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, zusammenlegen, sowas halt, bisschen putzen und dann hatte ich eigentlich so den restlichen Vormittag Freizeit und habe dann nachmittags die Kinder wieder abgeholt und dann halt die Kinder ein bisschen beschäftigt, gespielt, draußen was gemacht oder was mal gemalt oder so. Okay. Und dann halt nach dem Abendessen oft ins Bett noch mitgebracht. Mhm. Genau, und das so. Hattest du dann so im Alltag irgendwie Zeit, noch fotografieren zu gehen? Oder? Ich habe es manchmal gemacht, gerade im Winter, weil ja die Sonne wahnsinnig spät erst aufgeht. Also heißt, ich habe die Kinder im Dunkeln in den Kindergarten gefahren, habe dann halt noch genug Zeit gehabt, mein Zeug zu packen und dann halt Sonnenaufgang zu fotografieren. Das habe ich manchmal gemacht im Winter. Im Sommer habe ich es nicht so viel gemacht, weil die Sonne ja quasi um 2 Uhr nachts aufgeht oder um 3 und dann hat man nicht so viel Motivation, wenn man weiß, die Kinder sind um 6 auch wach. Und genau, deswegen im Alltag nicht so, aber ich habe meine Ferien halt wirklich voll ausgenutzt. Ah, du hattest Ferien. Okay. Genau, ich habe insgesamt 6 Wochen Ferien gehabt auf 16 Monate. Nee, 7 Wochen waren es. Und ich habe die wirklich ausgereizt. Ich war eine Woche auf den Lofoten, ich war 2 Wochen in Mittelnorwegen und 4 Wochen in Nordnorwegen, also... Läuft. Ja. Genau. Läuft. Und da bist du dann, wie bist du da hingekommen? Also hast du das Auto von der Familie, wo du warst, bekommen? Oder? Da hatte ich wahnsinniges Glück, ja. Also Props an meine Gastfamilie. Vielen Dank nochmal, wenn ihr das zuschaut. War echt super. Genau, ich habe das Auto mitnutzen dürfen und bin eben da dann viel gefahren. Und auf den Lofoten, da habe ich mir ein Auto geteilt mit einem anderen Fotografen zusammen. Ah, okay. Genau, da sind wir halt hochgeflogen. Hatten so ein kleines Hüttchen und halt einen Leihwagen. Den Fotografen hast du dort kennengelernt oder habt ihr euch schon im Vorfeld irgendwie verabredet? Nee, den habe ich dort kennengelernt. Wir haben halt über Instagram geschrieben und dann vor Ort dann getroffen. Schön. Das heißt, ihr kanntet euch vorher absolut gar nicht? Nee, gar nicht. Okay, cool. Ja. Experiment. Hat sich gelohnt. War sehr cool, ja. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn das eigentlich, auch wenn es jetzt wieder vielleicht eine Klischeefrage ist, aber du als junge Frau bist viel alleine unterwegs. Stört es manchmal oder ist es manchmal ein Problem? Gibt es da Situationen, wo du dir so denkst, jetzt wäre ich vielleicht doch nicht gerne alleine irgendwo, gerade wenn man vielleicht im Dunkeln irgendwo hochwandert, komplett alleine? Oder sagst du, das ist mir vollkommen egal und ich ziehe durch?
Also bei mir ist es tatsächlich voll oft so, dass ich mir denke, ich bin lieber in den Bergen alleine im Dunkeln unterwegs, als teilweise in einer Großstadt. Also ich glaube, ich würde mich manchmal in irgendwelchen größeren Städten fast unwohler fühlen, da im Dunkeln irgendwo hinzulaufen, als jetzt alleine in den Bergen, weil da ist halt eigentlich meistens niemand außer mir. Und das finde ich deswegen eigentlich gar nicht so problematisch eigentlich. Also ich habe da keine Probleme damit oder so. Bist du denn viel allein unterwegs? Ja, ich gehe schon gerne alleine mal auf Tour, weil ich einfach halt dann maximal flexibel bin und mich eben halt nur um mich kümmern muss und mich eben auch oder mich voll ausleben kann. Ich kann halt einfach das machen, auf was ich Bock habe und muss mich nicht absprechen mit anderen Fotografen auch. Aber ich finde es auch cool, zu zweit auf Tour zu gehen, gerade wenn man wo ist, wo man noch gar nicht vorher war, einfach weil es ein bisschen leichter ist, sich halt auszukennen, wenn man zwei oder wenn man vier Augen hat sozusagen. Also ich würde beides nicht missen wollen, weil ich finde, dass jede Art irgendwie so von Reisen was für sich hat. Mhm. Aber ich bin auch schon gerne allein unterwegs. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch manchmal schön, so Momente mit jemandem teilen zu können. Ne? Ja. Doch, das auf jeden Fall, ja. Bist du da irgendwie, hast du da jemanden fest, mit dem du unterwegs bist? Also wenn ich jetzt von mir spreche, ich bin halt meistens mit Stefan Hefele unterwegs. Genau. Gibt es da bei dir auch so jemanden, wo du sagst, das ist irgendwie so mein Favoriten-Travel-Buddy? Oder? Ja, ich habe einen guten Kumpel, mit dem gehe ich öfter auf Tour. Hat jetzt momentan nicht mehr so oft geklappt, weil er auch studiert und nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit hat. Aber wir machen öfter mal was. Aber sonst bin ich auch eigentlich immer offen, mal mit anderen Leuten fotografieren zu gehen und mal ein bisschen neuen Input zu kriegen. Schön, sonst wärst du jetzt auch nicht hier, ne? So sieht's aus. Cool. Wie viele Tage, kannst du das so ungefähr abschätzen, wie viele Tage du im Jahr unterwegs bist? Also ich rede jetzt mal gar nicht so unbedingt davon, ich gehe jetzt mal vor die Tür und fahre mal eine halbe Stunde, sondern ich fahre weiter weg auf Reisen. Mhm. Bist du da mehr als zwei Monate unterwegs oder weniger? Ich würde meinen eher weniger. Also ich denke mal, so vier Wochen werden es auf alle Fälle sein, die ich im Jahr wirklich unterwegs bin. Ob es jetzt mehr ist, kann ich nicht genau sagen. Also ich denke mal so zwischen einem Monat und zwei Monaten. Und gibt es irgendeine Lieblingsregion, wo du am liebsten hinfährst? Ist es Norwegen oder ist es? Gut, in Norwegen war ich ja jetzt 16 Monate, deswegen. Aber ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren. Also es ist schon so, dass einen das wirklich anzieht. Und wenn man einmal da gewesen ist, dann will man schon echt immer wieder hin. Aber ich bin auch wirklich wahnsinnig gerne in den deutschen Alpen unterwegs eigentlich. Also allein hier gibt es schon wahnsinnig viel zu sehen, zu entdecken. Es gibt so viele Touren, die ich eigentlich noch machen will. Ja. Ich war jetzt letztens eine Woche in Frankreich, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also in den französischen Alpen Richtung Mont Blanc fand ich total sehr inspirierend. Wirklich sehr, sehr schön. Dolomiten war ich noch, einmal war ich da, aber das war tatsächlich nur ein paar Tage. Also ich glaube 3 Tage waren es. Deswegen, das ist noch auf dem Plan. Da fahren wir nächste Woche hin. Ah, da bin ich ja neidisch dann. Ich war aber tatsächlich auch dieses Jahr das erste Mal dort. Okay. Nach Corona-Zeiten haben wir dort eine Podcast-Folge mit Stefan Hefele aufgenommen. Und ich war auch das erste Mal dort, war eine Woche dort und habe mich auch total verliebt. Weg, also absolut genial. Das denke ich. Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr darauf, dass ich mit Felix da jetzt wieder hin kann. Und das wird nicht langweilig da. Das wird definitiv nicht langweilig. Aber gibt's hast du in deinem Portfolio ein Foto, was dein absolutes Lieblingsfoto ist? Vielleicht können wir das dann auch mal hier einblenden. Mhm. Du musst keine genaue Location sagen, aber vielleicht kannst du sagen, zumindest in welchem Land das war. Aha. Also ich tue mich immer wahnsinnig schwer mit Lieblingsfotos, weil ich finde, dass man halt zu jedem Foto irgendeine Erinnerung hat und jedes Foto mit einem bestimmten Moment verknüpft. Und deswegen finde ich es immer gar nicht so leicht, weil man ja eigentlich viele Momente hat, auf die man irgendwie stolz ist oder die besonders waren. Aber es gibt ein Bild, wo ich sage, das könnte ich halt echt, das kann ich mir immer anschauen. Und das ist in Deutschland entstanden. Das ist in den Ammergauer Alpen tatsächlich. Mhm. Also eigentlich eine Dreiviertelstunde weg von meiner Haustür sozusagen. Es ist auf dem Berg und man sieht eine Nebelwelle im Dunkeln. Also es geht so eine richtige schöne Wolkenwelle über einen Bergkamm drüber. Und das finde ich, war richtig cool, das mit anzusehen, weil das ja doch schneller geht, als man denkt. Ich habe da eine Langzeitbelichtung gemacht. Und das ist immer noch ein Bild, wo ich irgendwie sehr stolz drauf bin, kann ich sagen. Sehr, sehr geiles Bild, ja, das stimmt. Wir haben es ja auch, glaube ich, gestern auf Instagram. Genau, das war auch mit drin, ja. Richtig gut. Generell habe ich bei dir so das Gefühl, dass deine Locations ein bisschen ab von diesen typischen Hotspots sind. Also es ist schon, auch jetzt, wo wir hier stehen, gibt es jetzt nicht so viele Fotografen. Kein Mensch da, gell? Ja, genau. Die das hier fotografiert haben oder auch in den Allgäuer Alpen und so, diese Locations sind schon alle irgendwie jetzt nicht alltäglich oder man sieht sie nicht so oft. Wie findest du die? Gibt es da irgendwie ein spezielles Vorgehen oder lässt du dich irgendwie
doch von anderen inspirieren oder suchst du die alle selber zusammen? Ja, freue mich natürlich erstmal, dass du sagst, du hast es noch nicht so oft gesehen. Ja. Das ist ja auch irgendwie immer ein bisschen ein Kompliment, würde ich sagen, wenn andere Fotografen sagen, hey, mal was Neues, kenne ich noch nicht. Also freut mich. Und ja, ich versuche halt eben immer mal ein bisschen was anderes reinzubringen. Ich bin auch gerne an Hotspots oder an öfter fotografierten Orten, aber ich finde es immer cool, wenn man noch ein bisschen was findet, was noch nicht so oft gezeigt ist. Das hat ja auch immer einen Grund, warum es ein Hotspot ist. Na klar, also es sind ja auch wirklich, sind ja tolle Orte, also gar keine Frage. Ja, wo finde ich meine Spots? Also ich schaue mir wahnsinnig gern Wanderkarten an und entscheide dann quasi. Geografie. Oh, genau, ja. Also so, ich sehe halt dann irgendwelche Berge, irgendwelche Seen oder sowas und sage mir, hey, das sieht auf der Karte cool aus. Ich schaue mal, ob ich da auf Google Maps was finde oder Google Earth oder so weiter. Und wenn da halt was dabei ist, dann schaue ich eben, ob es halt schon Informationen gibt, ob es dann Wanderweg gibt und so weiter. Gibt es ja meistens wegen Wanderkarten. und genau, das sind dann eben oft Orte, die noch nicht so oft gezeigt worden sind. Manchmal eben kriegst du ja auch was mit von einem anderen Fotografen und siehst, boah, voll cool, das habe ich noch nicht so oft gesehen. Und dann suchst du halt eben selber, ob du das auch findest. Und mit ein bisschen Recherche findest du es halt auch oft. Ja, ist dann klar, zwar nicht ganz neu, aber du bist dann halt jemand, der vielleicht als zweites oder drittes am Ort ist, genau, was auch mal ganz cool ist. Bisschen vor den Massen quasi. Genau. cool. So, natürlich haben wir auch wieder euch gefragt, ob ihr Bilder einschicken wollt, denn wir wollen natürlich auch mit Laura ein kleines Portfolio-Review machen. Und es sind auch ein paar Bilder angekommen. Fangen wir direkt mal mit dem ersten Bild hier an. Können wir mal zusammen draufschauen. Da kannst du ja vielleicht einfach mal deine erste Meinung zu sagen. Du kannst gerne auch wirklich Kritik äußern. Du kannst sagen, was dir gut gefällt, aber genauso halt auch, was dir nicht gefällt. Genau dafür sind die Bilder eingeschickt worden. Also sei nicht zu zimperlich. Alles klar. Ja, also schöne Bergidylle, würde ich erstmal sagen, auf den ersten Blick. Schöne Wolkenstrukturen, gefällt mir total gut von der Stimmung her. Die Kuh im Vordergrund ist auf jeden Fall sehr markant, würde ich sagen, mit den Felsen. Ich finde es ganz schön, dass die Sonne eben nicht aus der Bildmitte kommt, sondern dass das Ganze ein bisschen dezentriert ist. Auch die Kuh eigentlich schön so im goldenen Schnitt, würde ich jetzt behaupten, auf den ersten Blick. Ich finde es generell ein bisschen zu hell, also ich hätte es dunkler gemacht. Gerade den Himmel hätte ich, glaube ich, mit dem Verlauf ein bisschen abgedunkelt. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ein schönes Bild. Also ist gelungen, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stimmung. Ja. Ja. Da sind wir wieder bei dem Bildstil, ne? Dass du dunkel fotografierst. Ja, stimmt. Einziger Kritikpunkt da wäre vielleicht tatsächlich, dass man vielleicht noch ein bisschen näher an den Vordergrund Kuh und Stamm rangeht. Das wäre mir jetzt auch mein Schnitt Punkt gewesen. Ich finde auch, dass die Kuh, die steht so im Mittelgrund irgendwie. Die ist gar nicht so richtig im Vordergrund. Und das ist so ein Zwischending zwischen Vorder- und Mittelgrund. Die hätte ich mir auch ein Stück näher rangeholt, genauso die Steine. Hätte man, oder die Felsen, hätte man noch ein Stück weiter ranholen können. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr 3D-Optik drin gehabt. Es ist jetzt nicht 2D-Optik, aber man hätte es noch durchaus verstärken können, diesen Effekt. Und mir gefällt das Grün in der Wiese nicht ganz so sehr. Das ist so sehr quietschbunt irgendwie. Ja, es ist sehr, sehr gesättigt. Das hätte ich ein bisschen rausgenommen, die Sättigung. Beziehungsweise gerade, wenn man auch diesen diese Sonnenuntergangsszenerie hat oder Sonnenaufgang, je nachdem, hätte ich es vielleicht sogar ein bisschen das Grün rausgenommen, ein bisschen mehr gelblich gefärbt noch, weil die Sonne scheint ja quasi drauf. Ja, generell vielleicht einen kleinen Ticken entsättigt, weil es schon relativ farbenbunt ist. Aber ich meine, das ist ja, Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall. Gut, wir gucken uns natürlich gerade auch auf dem Handy an. Das kommt noch mit dazu, aber ja. Okay, gehen wir mal weiter ins nächste Bild rein. Mhm. Eine Hochkantaufnahme. Ah, es sieht aus wie eine Langzeitbelichtung, würde ich sagen, von einer Stadt. Also man sieht einen Hafen. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Horizont genau in der Mitte, was hier ein bisschen der Fall ist. Also ich finde es ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also es ist halt mit der Spiegelung natürlich symmetrisch. Also, aber ja, ich glaube, man hätte ein bisschen mehr rausholen können, vielleicht sich weiter näher ran, vielleicht ein paar Häuser eher noch rauspicken können, weil man hier ja so ein die ganze Häuserreihe sieht, aber kein so richtiges Motiv hat, finde ich. Also es ist ein bisschen schwierig, da einen Eyecatcher zu finden. Sehe ich auch so. Ich finde auch vor allem den Himmel, dafür, dass so viel Himmel zu sehen ist und auch von der die Spiegelung von dem Himmel nochmal, dafür ist mir der Himmel auch zu langweilig. Es passiert sehr viel nichts, ne? Es passiert, ja genau, es ist, wie du schon gesagt hast, Laura, es ist nicht kein Objekt, was so hervorsticht, was man so als Hauptmotiv irgendwie nutzen kann, sondern es ist halt einfach. Vielleicht hätte man mit einer langen Brennweite ranzoomen können und ganz links das Gebäude hinten, was sich auch schön spiegelt, vielleicht rausgreifen. Also
Weil dann hätte man zumindest ein Motiv und dann vielleicht mit der Langzeitbelichtung, dass dann die Wolken schön drüber ziehen, das könnte ich mir gut vorstellen. Also vielleicht einfach recht mit einem Tele mal arbeiten. So vom technischen Aspekt, der Himmel ist mir auch so ein Ticken zu hell. Also da hätte man vielleicht einfach noch ein bisschen wieder dunkler fotografieren, um da einfach noch ein bisschen mehr Struktur im Himmel zu kriegen, wodurch es dann vielleicht auch wieder ein bisschen spannender wird. Kann sein, ja. Keine Ahnung, vielleicht muss man mit so einem Shot auch einfach ein bisschen rumexperimentieren und das vielleicht gar nicht so klassisch nehmen, sondern das vielleicht einfach mal als Querformat. Dann wird es irgendwie... Ja, so ein bisschen was Abstraktes draus basteln. Ja, genau. Ja. Also wenn man schon quasi so dieses Klassische macht, dann vielleicht irgendwie durchs Format oder durch den Anschnitt irgendwie noch ein bisschen was rausholen. Es ist eine schöne, ruhige Stimmung auf jeden Fall. Das finde ich positiv. Daran. Das stimmt, ja. Sehr beruhigend. Gut. Dann haben wir noch das da. Das haben wir jetzt leider nur von Instagram. Oh. Ja, sieht aus. Genau, Diamond Beach Iceland habe ich schon gesehen. Ja, sieht auch aus wie eine Langzeitbelichtung. Vielleicht nicht ganz so lang. Würde sagen, vielleicht so eine Sekunde, halbe Sekunde oder so. Ja, das Motiv ist total mittig. Das ist das Erste, was mir auffällt. Das könnte man vielleicht ein bisschen anders gestalten. Was ich ganz schön finde, ist eigentlich so der Übergang vom Horizont zum Himmel weiter oben. Also dieser Verlauf ins Dunkle, gefällt mir, weil das so ein bisschen Distanz auch irgendwie schafft und ein bisschen, ja, so dieses 3D-Feeling. Mir gefallen die Farben ganz gut, muss ich sagen. Also gerade so dieses Eisblau, das sticht wirklich raus. Aber ich finde es ein bisschen langweilig von der Bildgestaltung. Also vielleicht hätte man da auch ins Querformat gehen können und ein bisschen, ja, ein bisschen andere Gestaltung, vielleicht noch ein bisschen mehr mit Wellen auch machen können, ein bisschen näher ran. Aber die Stimmung an sich und auch so die Farben gefallen mir sehr gut. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher darüber. Da ist ja so viel Schwarz auch in dem Eis mit drin, ob ich das schön finde oder nicht. Vielleicht hätte man sich da noch einen Eisblock suchen können, der ein bisschen cleaner aussieht, der wirklich nur dieses Eisblau drin hat. Wobei ist natürlich das natürlich zum Himmel oben passt, weil der... Es passt wieder zum Himmel, genau. Ich bin mir unsicher. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag oder nicht. Ich denke, ich weiß, wo der Fotograf damit hin wollte. Ich glaube, so in diese Richtung, was Dion Klo und Ariel Teitmann so im Moment machen, könnte ich mir vorstellen. Stimmt, die haben jetzt auch ein bisschen ihren Stil geändert. Ja. Genau, ja. Dass es einfach so dieses ganz Ruhige, schon fast Abstrakte wird. Mhm. Aber dafür stören halt leider die Wellen im Hintergrund. So wollte ich sagen, ja. Dann hätte man es komplett glatt ziehen müssen. Ja. Dann wäre es, glaube ich, ja, dann würde der Shot, glaube ich, auch besser wirken. Mhm. Wenn es wirklich komplett glatt wäre alles. Ganz ruhig alles, ja. Dass man auch vielleicht also gar nicht mehr so den Übergang zwischen Horizont und Himmel sieht vielleicht. Genau, ja. Dass dieser Eisblock so völlig losgelöst von seiner Umgebung irgendwie da drin schwimmt. Ja. Ne? Ja. Jo, diesmal hatten wir nur 3 Bilder. Wir waren ein bisschen spät dran, müssen wir gestehen. Alles gut. Dafür haben wir aber 2 Zuschauerfragen. Ja. Ich fange mal mit der einfacheren an. Sehr gut. Der fragt nämlich einfach nur, welches ist deine Lieblingsbrennweite und warum? Also ich muss sagen, ich fotografiere schon wirklich gern mit 16 mm, einfach weil das Objektiv halt die 16 mm hat. Und also generell finde ich Weitwinkel oder auch Ultraweitwinkel total cool, weil du halt wirklich was drauf bekommst, was du mit dem menschlichen Auge jetzt auf den ersten Blick oft gar nicht erfassen kannst. Mhm. Und das gefällt mir schon sehr gut, ja. Also ich würde schon sagen, so zwischen 16 und 20 Millimetern irgendwas ist. Okay. Also schon klassisch Weitwinkel. Ja, doch schon. Okay. Gut, Frage gut beantwortet. Jetzt kommt die etwas schwierigere Frage. Was sind deiner Meinung nach die größten Probleme, / Hausaufgaben, die auf Landschaftsfotografen in den nächsten 5 Jahren zukommen werden? Technisch, Nachbearbeitung und gesellschaftlich. Puh. Ja, schwierige Frage, würde ich sagen, weil es ziemlich viele Aspekte mit einschließt. Jetzt kann es philosophisch werden. Genau, jetzt kann ich auspacken, ja, Gott sei Dank. Nein, Spaß. Also gesellschaftlich, ich denke mal, wir Fotografen oder gerade Landschaftsfotografen sind halt nun mal viel unterwegs und das ist ja auch schön. Aber natürlich haben wir dann wahrscheinlich nicht die allerbeste CO2-Bilanz, wie ich mal behaupten würde. Ich meine, ich bin selber schon ab und zu mal geflogen, jetzt noch nicht wahnsinnig oft, aber man könnte auch vielleicht noch weniger fliegen und noch mehr Distanzen jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt einfach auch mit mehreren Leuten zurücklegen, dass man halt quasi sich das Ganze aufteilen kann, dass man nicht immer alleine unterwegs ist, sondern eben mit mehreren Leuten. Also ich glaube, da kann jeder auf jeden Fall ein bisschen an seiner eigenen Nachhaltigkeit und seinem grünen Fußabdruck, würde ich mal sagen, noch ein bisschen arbeiten. Ist natürlich schwierig, wenn du halt eben als Landschaftsfotograf auch aufs Reisen irgendwo angewiesen bist.
Und das ja auch meistens in einem vorgegebenen Zeitplan, weil du kannst ja auch nicht fünf Monate wegbleiben. Also ja. Wenn du jetzt sagst, okay, ich reise mit der Bahn, was weiß ich, nach Sibirien, dann dauert es halt einfach eine ganze Weile. Stattdessen kann ich halt auch fliegen. Also es ist super ambivalent irgendwie, ne? Ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich meine, da spielen ja auch wahnsinnig viele andere Themen mit rein, ob man jetzt auch im Alltag vielleicht ein bisschen bewusster schon damit umgeht und halt sich dann quasi mal einen Trip auch wirklich leisten kann und halt sagt, okay, jetzt habe ich das ganze Jahr viel mit dem Fahrrad gemacht, war viel mit den Öffis unterwegs und jetzt gönne ich mir halt mal die 2 Wochen Island, Norwegen, keine Ahnung. Vielleicht aber isst vielleicht auch kein Fleisch oder sonst irgendwas. Genau, also dass man halt einfach mit anderen Sachen das wieder kompensiert vielleicht. Das wäre jetzt das, was mir dazu einfallen würde, weil ganz aufs Reisen verzichten möchte keiner und das solle auch keiner, weil das sind halt nun mal Erlebnisse, die jedem zustehen. Und ja, legitimiert ja auch, oder beziehungsweise wir müssen das ja auch machen, weil, also zumindest ist es mein Hauptberuf. Ja, richtig. Klar könnte ich sagen, okay, mache ich halt einen anderen Job, aber ja. Schwierig. Ist halt so ein bisschen Doppelmoral, aber ich finde den Grundgedanken, dass man viel, wenn man zu Hause ist, einfach dann alles, was irgendwie geht, mit dem Fahrrad zum Beispiel erledigt und halt nicht das Auto nimmt, auch wenn es halt mal 5 Kilometer Strecke sind, dass man sich dann halt 20 Minuten mehr Zeit nimmt und das Fahrrad dafür nimmt. Ja. Diesen Grundgedanken finde ich eigentlich wunderschön. Also vor allem, man ist ja auch irgendwo Vorbild als Fotograf, weil ich meine, man hat relativ viele Leute, die einen halt verfolgen auf den sozialen Medien. Und deswegen, wenn man da eben auch ein bisschen dieses Nachhaltige lebt, dann sehen es ja auch viele andere Leute und lassen sich dann eben vielleicht auf die gleiche Schiene leiten. Mhm. Was, denke ich, auch eigentlich halt dann ganz cool ist, weil dann hat man auch was getan, was der Allgemeinheit irgendwie vielleicht hilft. Ich finde es auch immer super schön, also ich mache das immer ganz gerne, wenn man jetzt zu irgendeiner Location kommt, die schon völlig vermüllt ist zum Beispiel, dass man sich dann halt auch einfach mal eine Viertelstunde nimmt, nachdem man fotografiert hat und da einfach mal dann ein bisschen aufräumt zum Beispiel. Total, ja. Mega gut. Absolut. Das sind halt auch immer so Sachen, womit man sich dann selber das Gewissen so ein bisschen beruhigen kann irgendwie. Ja. Okay, wir machen wenigstens auch was für die Umwelt und probieren das wieder ein bisschen sauberer zu machen von den Leuten, die halt nicht dieses Gewissen haben und alles tun, um ein Instagram-Bild irgendwie zu bekommen. Und ja, genau. Und die Frage hat er noch darauf abgezielt, ob also zwecks technischen Nachbearbeitung, genau. Genau. Ja. Finde ich gar nicht so leicht zu sagen, weil man ja auch, jeder da geht anders ran und man muss das ja mit seinem Gewissen, sage ich mal, vereinbaren, inwieweit man seine Bilder bearbeitet, wie realistisch das Ganze noch ist oder ob man halt eben auch Richtung Composing geht. Und da finde ich es ganz schwierig zu sagen. Ich denke, das hat was damit zu tun, wie du deine eigene Kunst definierst. Wenn du jetzt sagst, ich bin Fotograf, dann finde ich es irgendwie seltsam, jetzt krass viel dran rumzumanipulieren. Wenn du aber sagst, ja, ich bin Fotograf und, keine Ahnung, Composer oder Digital Artist oder wie auch immer man das nennt, dann ist es, finde ich, okay, also wenn Leute quasi nicht den Anspruch an deine Bilder haben, dass das real ist. Mhm. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde, das ist halt eine Geschichte, die muss jeder für sich selber komplett entscheiden. Ich mag es nicht, wenn Leute anfangen, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben in der Fotografie beziehungsweise generell in der Kunst. Es gibt so viele verschiedene Kunstwege, sei es die Musik, sei es Malerei, wie auch immer. Und da haben sich so viele Leute so verschieden entwickelt. Ja, fangen wir bei der Musik an, da gibt es auch verschiedene Geschmäcker. Dann gibt es Leute, die kombinieren verschiedene Musikrichtungen und kreieren daraus wieder neue Wege. Und genauso ist es in der Fotografie doch eigentlich auch. Da werden auch immer wieder, oder da müssen doch auch immer wieder neue Wege gefunden werden. Und im Endeffekt, man kann sagen, wenn man sich als rein Fotograf bezeichnet, dann sollte man vielleicht keine Composings machen. Aber wie ihr schon selber sagt, man nennt sich dann halt irgendwie Digital Artist oder wie auch immer und dann sollte das auch kein Problem sein. Wobei ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es gab vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, gab es mal auf Facebook mal eine Riesendiskussion, weil ein Fotograf, den ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, Bilder gepostet hat in seinen Workshops, also er hat Workshops damit beworben, wo ganz offensichtlich Nordlichter über Locations waren, die so eigentlich nicht da sein können, ja, weil falsche Himmelsrichtung oder was weiß ich. Ja. Es war auf jeden Fall klar, das sind Composings und wenn ich damit quasi einen Fotoworkshop bewerbe, dann verspreche ich den Leuten was Falsches. Ja. Der gleiche Fotograf hat nämlich auch ein paar nette Locations auf Island verraten in seinen Videos und hat dafür einen riesen Shitstorm abgekriegt. Mhm. Auch so eine Sache, ne? Also das spielt wieder in diese gesellschaftliche Geschichte mit rein. Verrate ich wirklich
Locations, du machst es ja nicht, hatten wir ja vorhin schon, dass das nicht gut ist, einfach weil... Ich finde auch da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wenn du jetzt beim Eibsee bist. Ja, klar, das kennt jeder, oder 13 ja. vielleicht, ja. oder ich meine, es gibt schon ein paar Sachen, die wirklich ja. weltbekannt sind, genau. das wo man es gar nicht mehr versuchen muss. Da kommt es, wie gesagt, immer ein bisschen drauf an. Ich weiß, wo wir mit Aaron unterwegs waren, die Location zum Beispiel, die ist halt noch weniger bekannt, du warst auch schon dort, du kennst sie auch, aber das ist zum Beispiel was noch viel weniger Touristen belastet ist und so eine Location sollte man halt auch probieren, geheim zu halten. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie zum Pragser Wildsee fährt oder zum Eibsee oder was weiß ich, ja, also ich finde, da muss man nicht drum herum reden und sagen, ich verrate die Location nicht, weil das... Das ist eh klar. Und heutzutage ist es halt auch so einfach geworden, die Locations selber für sich rauszufinden. Es gibt eine Google-Bildersuche. Also ich muss im Endeffekt einfach nur einmal dieses Bild bei Google reinziehen soll. Ja, und dann habe ich es. Dann habe ich es. Jetzt habe ich verraten, wie ihr eure Locations findet. Super, dann schneiden wir das wieder raus. Naja, ich denke mal, das werden die meisten ja schon. Ja, wissen. Ja, natürlich. Aber ja, das ist halt immer so ein zweischneidiges Brett mit allen möglichen Sachen, die wir gerade besprochen haben. Aber irgendwo muss man da probieren, so seinen Mittelweg zu finden. Ne? Und, ich finde auch gerade bei der Landschaftsfotografie, wenn es jetzt um Nachbearbeitung geht, ist es ja nicht so krass, dass der Anspruch da sein muss, das muss real sein, wie jetzt zum Beispiel bei Fotojournalismus. Ich meine, wenn zum Beispiel Steve McCurry jetzt sich mit Vorwürfen konfrontiert sieht, wo gesagt wird, deine Bilder sind fake, weil du hast das und das retuschiert und so, dann ist, und er behauptet von sich Foto, oder er wird als Fotojournalist verkauft, dann ist es natürlich irgendwie schwierig. Aber in der Landschaftsfotografie finde ich es jetzt nicht so. Es sei denn, ich möchte halt einen Workshop zum Beispiel damit bewerben. Dann ist es natürlich wieder was anderes. Mit etwas, was offensichtlich einfach nicht möglich ist. Aber ich finde auch zum Beispiel jetzt Composings, ich habe kein Problem mit Composings, solange man das halt kommuniziert. Das finde ich ist halt das Wichtige. Aber wenn man halt eben Leuten irgendwas verkauft, was halt im Leben nicht so da gewesen wäre, wie jetzt zum Beispiel eben Nordlichter, ja, über einer Location, bei der es keine Nordlichter gibt, das ist dann wieder was anderes. Aber wenn man einfach sagt, hey, ich habe mir hier einen Spaß erlaubt, ich habe jetzt mal Nordlichter reingebastelt, ich habe Bock drauf gehabt, dann finde ich das überhaupt gar kein Thema, weil ich meine, das ist ja immer noch Kunst und Kunst ist halt total subjektiv, man kann machen, was man Bock hat. Aber wenn man eben ehrlich ist, dann denke ich mal, ist das schon was wert. Ja. Genau. Ich denke, genau so kann man stehen lassen, oder? Eine abschließende Frage habe ich. Ja. Was sind deine Ziele und Vorhaben so für die nächste Zeit? Das ist eine gute Frage. Also außer, dass du studieren möchtest. Ja. Auf jeden Fall einfach mir den Spaß an der Fotografie beibehalten, weil es einfach total entspannend ist irgendwie und halt man lernt dadurch so viele neue Dinge, neue Orte, neue Leute kennen, die man vielleicht davon nie gekannt oder nie kennengelernt hätte. Deswegen, und bei mir ist auch eigentlich der Spaß an der ganzen Sache schon immer sehr im Vordergrund, weil ich mir denke, sonst würde ich das ja nicht machen. Es ist ja schon manchmal auch sehr anstrengend und wenn man da eigentlich keine Lust drauf hat, dann bringt das Ganze nichts. Genau. Also einfach sich da den Spaß dran halten und ansonsten persönliche Ziele, ja, außer Studium, gesund bleiben, denke ich. Einfach genau das Beste draus machen, auch aus der momentanen Situation. Denk mal, da haben wir alle genug damit zu tun und ich denke mal, das ist auch abschließend einfach zu sagen. Genau. Ja, gesund bleiben und Spaß dran haben. Das ist so das Wichtigste. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr guten Plan. Ich hoffe, dass wir uns öfter sehen werden in Zukunft. Dass wir vielleicht auch mal alle zusammen fotografieren gehen nochmal. Ne? Vielleicht auch mal eine kleine Tour starten irgendwie. Sehr gerne. Wir können auch eigentlich mal einen Nisi-Stammtisch wirklich einrichten. Das war ja letztens mal so ein bisschen spaßeshalber. Aber ich fände es eigentlich gar nicht so schlecht, mal wirklich die Leute alle an den Tisch zu bekommen und zu sagen, hey, jetzt lass mal treffen, lass mal was machen. Und weil ich kenne noch nicht alle persönlich, muss ich dazu sagen. Aber wer... denke ich mal, sehr, sehr cool. Spätestens Fotokina. Alle Fotokina, spätestens. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wäre es ja letztes Jahr wieder so weit gewesen. Dieses Jahr. Nee, stimmt. Ja, dieses Jahr. Aber wir werden sehen. Ich denke mal auch, das wäre eine coole Variante. An der Stelle würde ich sagen, vielen Dank erstmal. Genau. Dankeschön und wie gesagt, vielen Dank auch den Zuschauern und Zuhörern fürs Zuschauen und Zuhören. Und vielen Dank für die total entspannte, nette, sympathische Art. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Uns auch. Uns auch auf jeden Fall. Ja. Und wir möchten euch natürlich auch nochmal Danke sagen fürs Zuschauen. Ihr könnt weiterhin gerne unten in die Kommentare schreiben. Erstens, wenn ihr Fragen an Laura habt. Laura wird sie bestimmt auch dann direkt beantworten unter dem YouTube-Video. Und wenn ihr auch weitere Vorschläge habt, wer mal in dem Podcast zu sehen sein soll, könnt ihr die auch gerne unten posten.
Wir haben auf jeden Fall noch weitere Kandidaten, die auch schon zugesagt haben. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da wird der ein oder andere coole Kandidat oder coole Kandidatin noch am Start sein. Aber ansonsten, wie gesagt, könnt ihr uns auch gerne weitere Verbesserungsvorschläge unten in die Kommentare posten. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und Glocke aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Du musst es als Reim sagen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Können wir bitte noch mal so ein Close-Up-Shot auf Felix machen? Kannst du das noch mal machen? Ganz Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Perfekt. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. So. Ich habe heute noch kein einziges Mal ins Spiegel geschaut. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich ausgucke. Ist das irgendwie vertretbar eigentlich? Ganz furchtbar. Geht gar nicht. Hab ich gerade einen Vogel angeschissen?